Abonnier den Kanal und spende mir somit ein Lächeln. Wir kommen, wir gehen Richtung Wolke 10. Jetzt, Leute, weiß ich, wie der Song geht. So, weißt du, beim letzten Video Wolke 10, war ich komplett weg, Mann. Ja, Friends, ich habe gesehen, innerhalb von 3 Stunden habt ihr das vorige Video zerlegt, Leute. Und deshalb habe ich erfahren, ihr steht auf solche Videos. Und deshalb werde ich euch auch solche Art von Videos repräsentieren. Ja, Freunde, ich werde euch in diesem Video zeigen, die letzte Story, die Mero auf Instagram hochgeladen hat, bevor er verschwunden ist, ja. Bevor sein Instagram weg war. Vielleicht gibt es irgendeinen Sherlock Holmes da draußen, der vielleicht sagt, ah, da hat er einen Trick gezeigt, dass er geht. So, weißt du, er hat hier was gesagt, was wir nicht erfahren haben. Vielleicht gibt es hier irgendeine Sherlock Holmes. Ich habe ehrlich gesagt in der Story nichts gesehen. Er hat auch nichts von Verschwinden und nichts von Instagram deaktivieren gesagt. Aber wenn ihr etwas erfahren habt oder wenn ihr vielleicht irgendwelche Vermutungen habt, schreibt es unten in den Kommentaren. Ich zeige euch mal ganz kurz die Story. Bitteschön. Dick gegessen, dick gelacht. I love red. Auf jeden Fall. Schuf. Hm. Mach 2 Iftars. Nach Iftar noch 1 Iftar. Bist du nicht satt geworden zu Hause? Nein, Mann. Rewe Sessions. Mit Meska, Meska. Ich schwöre alles. Ey, auf jeden Fall Rüstheim Rewes Ding Europalace geworden. Sehen und gesehen werden. Auf jeden Fall check mein TikTok-Video ab. Aha, kein Wupas. TikTok-Video. Ab jetzt so, Bruder. Ab jetzt so. Ab jetzt so, ne? Tschüss, das war die letzte Aufnahme bzw. die letzte Story, die hochgeladen wurde von Mero, bevor er verschwunden ist. Ich habe durch diese Story nichts erfahren. Ich weiß, dass er vor ein paar Wochen immer wieder Hörproben hochgeladen hat von seinen Songs, die in seinem kommenden Album zu hören sind. Ich glaube, wie ich beim letzten Video schon gesagt habe, dass es ein Promo-Move ist. Ich glaube, dass er das alles gemacht hat, nur damit die Leute halt wieder über Mero reden, weil Mero hatte eine richtig fette Halbzeit, ja. Die Leute haben über ihn geredet. Und dann war er eine Zeit lang auch wiederum inaktiv. Nach den ganzen Auftritten, die er gemacht hat, war dann eine gewisse Stille. Und ich glaube, er muss diesen Promo-Move machen, damit die Leute wieder über ihn reden. Und ja, er schafft es. Nicht nur ich rede über ihn, sondern Raptastisch, Dein Update, alle Rap-Kanäle und auch andere YouTuber erwähnen ihn und fragen nach ihm. Was sagt ihr dazu? Ist es eine gute Idee? Findet ihr das gut, wenn Rapper sowas machen? Muss er das Mero machen? Schreibt es einfach unten in den Kommentaren, Leute. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, Leute, dann beweist es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, Leute. Wir sind knapp vor den 4000 Subscribers. Weil ihr so aktiv seid, werde ich für euch kurz mal einen Song von Mero vorsingen, okay? Du bist phänomenal, phänomenal. Du bist phänomenal, phänomenal. Was sagt ihr dazu? Ist gut? Dankeschön. Nach diesem wunderschönen Song habe ich schon schöne 3000 Likes verdient, oder? Nicht? Alles klar, Brudi. Baby, komm, wir gehen Richtung Wolke 10.